Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Chips-Test-Video hier beim Atzenberger. Wie immer freue ich mich, dass ihr auch diesmal am Start seid und bei mir zuschaut, denn heute habe ich mal wieder etwas von der Firma Lorenz und zwar haben wir eine Crunch-Chips-Sorte, jawohl, und zwar die Gitterchips gesalzen, hier unten steht es schon. Eine neue Sorte soll es angeblich sein. Wie neu die genau ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe im Internet noch andere Packungen davon gefunden. Da stand Limited Edition. Also was davon jetzt stimmt, kann ich euch leider nicht genau sagen. Aber ist ja auch egal. Wir werden die jetzt gleich auf jeden Fall gemeinsam öffnen und mal probieren und hoffen, dass die genauso lecker sind wie die anderen Crunch-Chips-Sorten, die wir hier schon getestet haben. Ja, wir haben Kartoffelchips in Gitterform, die nur drei Zutaten haben, und zwar Kartoffeln, Sonnenblumenöl und Salz. Wir haben eine 150 Gramm Packung, bezahlt habe ich dafür 1,69 Euro und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets. Nun gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt die Packung und probieren sofort unsere Gitterchips, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist der Geschmack. Also wie immer, auf damit und raus damit. Oh, da hat das Messer mal wieder versagt. Sehr schön. Egal, wir haben es trotzdem aufbekommen. So, schaut mal, da sind sie. Wie immer zoome ich hinein und zeige euch die guten Gitterchips aus der Nähe. So, dann werde ich jetzt mal probieren. Mal schauen, ob wirklich nur dieses Salz reicht, dafür, dass die gut schmecken. Also normalerweise ist ja immer so Paprika noch mit dabei oder so, ne? Wir werden jetzt sehen. Okay, wir gucken sie uns mal an. Ja. Sehen auf jeden Fall interessant aus, würde ich sagen. Alles klar. Dann probiere ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall mega kross und hier crunchig, sage ich jetzt mal. Ja, also ich hätte es nicht gedacht, aber obwohl da nur Salz dran ist, schmecken die wirklich gut. Also sind jetzt auch nicht mega krass gesalzen, sondern es ist wirklich nur ein klein wenig Salz dran, aber ich glaube, genau das ist jetzt auch das Geheimnis von den Dingern, weil die schmecken nämlich wirklich sehr, sehr lecker. Ja, kann man auf jeden Fall so wegsnacken. Also da fehlt jetzt nichts. Wie gesagt, ich hatte eigentlich gedacht, dass da noch ein bisschen Paprika hätte dran gemusst eventuell, aber nein. Auf jeden Fall super. Mal wieder eine super leckere Crunch-Chips-Sorte. Die kann ich euch definitiv empfehlen. Die werden hier heute den Abend bei mir auch nicht überleben. Da werde ich einen schönen Film zu gucken. Das ein oder andere Bier wahrscheinlich noch trinken. Ja, so sieht's aus. Eine super leckere Sorte. Meine Wertung ist der Doppeldaumen nach oben. Für den Dreifachdaumen hat es leider nicht ganz gereicht. Dafür sind sie jetzt, sag ich mal, nicht außergewöhnlich genug. Sie sind lecker auf jeden Fall, aber ja, nicht jetzt das absolute Highlight. Aber wie gesagt, falls ihr sie nicht kennt, kauft sie euch mal und probiert sie mal. Dann könnt ihr mir gerne dazu was in die Kommentare schreiben, wie euch diese Gitterchips schmecken. Reicht euch das, dass da nur Salz dran ist, oder sagt ihr nein, da fehlen noch andere Gewürze? Ich bin gespannt und lese wie immer alle Kommentare von euch und antworte natürlich darauf. Das war's schon wieder mit meinem kleinen Testvideo für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schön wäre natürlich auch ein neues Abo. Ich freue mich immer über neue Abonnenten auf meinem kleinen Kanal. Ihr könnt gerne auch morgen wieder bei mir vorbeischauen, denn ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltest-Videos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, sagt der Atzenberger.